So, mit ein klein wenig Verspätung, 2 Minütchen sind es geworden, geht's jetzt hier in den Stream. Schön, dass ihr alle schon da seid. Ich sehe 15 Leute, krass. Das ist sehr gut, eine super Grundlage. Es gibt ein Echo. Oh, warte kurz. So, jetzt müsste es weg sein. Ist das korrekt? Jo. Super. Wir sehen heute Zipsi gegen Herr Goldi. Herr Goldi auch schon im Chat hier anwesend. Und ich habe heute als Co-Caster Elle Legends. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Schönen guten Abend. Ja, mir geht's gut. Selber? Ja, ich kann nicht klagen. Sagen wir mal so. Ich hoffe, dass dieser ganze Abend hier ein Erfolg wird. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich sehe, dass Herr Goldi hier quasi schon in dem anderen Voice-Channel ist. Also, Herr Goldi, falls du das hörst, komm ruhig Ja, rüber. Zipsi ist im Chat. Zipsi ist im Chat, kann auch direkt hier in Discord reinkommen. Wir legen sofort los. Hallo. So, hallo. Guten Abend. Ah, Hi. eine schon da. Hallo. Huch. Hi. So, ich wette, ihr könnt es kaum erwarten. Ja, ich bin heiß, richtig heiß. Das dachte ich Wie mir. immer. Heiß Und ich gucke hier gerade noch mal. Ich habe halt echt, dadurch, dass mir, glaube ich, letztes Mal die Panne passiert ist hier mit dem zweiter, erster Bann, was weiß Aber ich. dafür hast du ja Elle dabei, Gucke der ich ist nochmal ja. schnell rein, genau, ich gucke nochmal schnell in die Rules. So, wir wählen zuerst die Maps und damit fangen wir auch an. Mal kurz hier Genau. in den Map Pool Qualifier, dann kann ich das Bild auch teilen. So, jetzt müssten es alle sehen. Und der zweitgenannte von euch ist Herr Goldi. Ja, Und der echt? darf die erste Map aussuchen. So ist es. Ich habe gerade noch mal in die Regeln reingeguckt. Liegt an meiner niedrigen Ja. Elo-Miss. oder an Zipsis krasser Performance. Wahrscheinlich an Wahrscheinlich beidem. an beiden. Wahrscheinlich eher Letzteres, ja. Ja. Was Was darf werden ich wir heute nochmal? Darf rausfinden? ich darf Map picken, ne? Du Du darfst darfst picken. eine Map jetzt picken, genau. Dann nehme ich Bog Island, also Sumpfinseln. Die Sumpfinseln. Alles klar. Und dann darf Zipsi jetzt die nächsten beiden Karten aussuchen. Dann würde ich einmal Ostsee nehmen Jo, Ostsee. und einmal Mangrovendschungel. Mangrovendschungel. Das heißt, eine Karte bleibt jetzt noch für Herrn Goldi übrig. Nehmen wir ganz normale Islands mal. Die Inseln, jawohl. Gut. Und braucht ihr jetzt noch Zeit, um zu überlegen, welche Sifs ihr pickt, oder sollen wir da sofort reingehen? Müsst ihr euch noch mit euren Also du meinst Coaches Bann? und den Ich kann Gerichten, direkt genau. reingehen. Ich weiß, Wunderbar. was ich nicht sehen will. Der. Ja. Da machen wir das doch. Hier ist es so, genau. Herr Goldi fängt mit Bann 1 an. Genau, Ja, und dann zweimal. Bann. Ja, Bann war mal direkt die Italiener. Die Italiener. Jawohl. Dann Bann 2 ist für Zipsi. Portugiesen, bitte weg. Portugiesen. Jawohl. Weg. Bann 3 ist auch Zipsi. Goten. Die Goten. Alles klar. Bann 4 dann wieder Herr Goldi. Die Wikinger. Wikinger. Bann 5 ist auch Herr Goldi. Mal ganz kurz gucken, was es für Sifs gibt. Bin natürlich sehr gut vorbereitet. die Mongolen. Mongolen. Und dementsprechend bleibt der letzte Bann für Zipsi übrig. Dann würde ich noch Byzantiner bannen gerne.
Santina. Okay, dann gehe ich nochmal kurz durch. Also, gebannt für dieses Matchup sind die Byzantiner, die Goten, die Portugiesen und Italiener, Wikinger und Mongolen. Schreibt euch das irgendwo auf, hinter die Ohren oder so, damit er keinen Fehler macht. Und ich würde sagen, von mir aus könnt ihr jetzt schon die erste Map. Kurze Frage starten. Zu den Maps nochmal. War es Baltic oder Baltic. Medi? Ich kann noch mal kurz rübergehen. Also es waren Inseln, Mangrovendschungel, Ostsee und Sumpfinseln. Und okay. Ostsee wäre dann Baltic Sea, genau. Baltic. Ja. Mhm. Alles klar. Ansonsten der Zweitgenannte darf die Lobby erste, aufmachen. Oder wer macht? Nee, die erste Map aussuchen und der Erstgenannte macht die Lobby auf. Gott sei Dank, kein Stress. Und dann daran denken, dass es nicht auf Private gestellt ist, dass wir es finden können. Sonst die Einstellungen halt kurz drüber gucken, am besten beide nochmal, dass das alles passt und uns dann gerne den Code zukommen lassen. Perfekt. Mhm. Elomis schreibt es gerade auch nochmal im Chat, einfach die Karte aus dem Map-Pack direkt wählen, dann kann da nichts schief gehen mit Ostsee und so weiter und so fort. Er hat welche Map gepickt, das braucht er wahrscheinlich für die Statistiken. Ich dachte, das wären tatsächlich beide dabei gewesen. Ostsee und Mangrovendschungel gepickt und Goldi Inseln und Sumpfinseln. Ach, genau. Das ist das schon. Und Hertie ist leider ein bisschen traurig, glaube ich, weil keiner, ich weiß nicht, Descent Ring oder Descent Ring, wie es auch immer heißt, gepickt hat. Ja, er ist, okay, ich habe das richtig interpretiert, er ist sauer. Tja, das haben wir jetzt davon. Einen erbosten Hertie im Chat. Das will auch nur. Das können wir nur wieder gut machen, indem ihr einfach drei super krasse Spiele raushaut. Wobei ich mir da eigentlich keine Sorgen bei euch mache. Ja? Immerhin einer, der davon überzeugt ist. Also, wie gesagt, startet ruhig schon mal. Gerne die ID einfach irgendwo reinposten. Jo, dann sollen wir einen Voice-Chat, Goldi, oder hast du keine Lust? Doch, können wir gerne machen. Mich stört das nicht. Dann gebe ich einfach eins hoch. Dann viel Spaß beim Casten und bis später. Viel Spaß beim Spielen. GL Hive, euch beiden. Jo, viel Spaß. Tschüss. Ich sehe gerade, dass auf dieser Übersicht der Chat sich da so ein bisschen in dieses Logo, in dieses Age of Elomis Cup Logo reinfrisst. Das ist nicht schön, ne? Muss man ganz einfach mehr schreiben, dann kann ich das irgendwie. So ist ein bisschen besser, ne? Ja. Hat Goldi gerade gesagt, bis später. Ja, da wird gespäht. Ah, da ist schon der. Oh, da kommt schon. Ja, stark. Und eine Vorhersage gibt es auch schon. Also vielen Dank fürs Starten der Vorhersage. Wahrscheinlich war es Radio Hertie. Zockt man ein bisschen. Und auch nochmal vielen Dank an Maricel, beziehungsweise Old Fish Mask, für die Bits und an Elomis für das Abo. Danke, Dankeschön. So. Da mal kurz schauen, ob wir die Games finden. Ja, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Inseln, also klassische Komplett-Wasser-Map. Wir sind ja im Wasserkartenpool. Sumpfinseln, ja, schon wieder ein bisschen anders mit der Gefahr für die Woodlines, wo es nur außen so richtig viel gibt. Ostsee, dann Hybrid-Map. Viel Wasser in der Mitte, aber man kann die Seiten gut wallen. Könnte auch ein Fast Castle spielen und dann Mangrovendschungel, der Schlauch. Ja. Mangrovendschungel haben wir ja letzte Woche gesehen bei Hertie gegen Mobi. Mhm. Schöner Taktik. Auf jeden Fall. Also genau die Stellen gefunden, wo man dann tatsächlich doch wallen kann, wenn man Haus und Hafen dann, genau. Ja. Einfach ins Wasser reingebaut. Fand ich ganz gut. Muss man sich, glaube ich, abgucken. Auf jeden Fall. Ja. Muss dann nur halt drauf achten, auf welche Seite man die Schiffe produziert. Ich glaube, das war dann so das Einzige, was passieren kann, dass man dann natürlich selbst halt auch geblockt ist. Aber an sich auch die Spiele also schöne Ideen mit dabei. Ja. Zum einen dieses da geblockt und dann im zweiten Spiel
von Hertie mit den Khmeren, wo ich so dachte, hä, warum nimmt der Khmer? Und dann versucht er aufs Weltwunder zu gehen. Ja. War auch eine starke Taktik. Leider nicht belohnt. Und im letzten Spiel, ja, da glaube ich, war es dann eher so ein bisschen, ich habe genug Ressourcen und baue das Wunder, aber da konnte Hertie dann das abreißen. Aber fand ich interessant, ne? Also, dass jeweils das Weltwunder in die Hose gegangen ist. Also, ja. ich hab das danach, haben wir das noch so ein bisschen in Discord dann diskutiert, ja? Ob tatsächlich das, also das Weltwunder ist halt schon so ein All-In. Ich bin mal gespannt, ob das Weltwunder tatsächlich irgendwann funktioniert, weil ich würde jetzt sagen, wenn ich so ein Weltwunder erfolgreich bauen und dann über die Zeit verteidigen kann, ja, verteidigen, bin ich dann vielleicht auch einfach so stark, dass ich den Gegner auch so besiegen könnte. Guter Punkt, ja. Man muss es dann auch halten. Ne? Richtig. Halt, da fehlen richtig, die Ressourcen, ja. Die habe ich da reingesteckt. Ne? Das ist natürlich, ja. Ja, genau. Also ich glaube, es ist keine Möglichkeit, um irgendwie so, oh Mist, ich verliere. Ja komm, ich baue ein paar Mauern und ein Weltwunder und stehe es einfach durch. Ich glaube, das funktioniert halt nicht. Es ist tatsächlich okay, irgendwie... Ich habe hier übrigens mittlerweile das Spiel. Ja, ich sehe es auch gerade. Okay. Bei mir startet es auch schon rein. Ah, jo, bei mir auch. Weiß okay, ich jetzt perfekt. Nicht, ob wir einfach so lang gelabert haben oder... Na, dann haben wir es doch gut rumgebracht. Sollen wir einfach mal ich würd's ganz jetzt nach vorne spulen? Ja, ich würde es kurz in Capture Age einmal einstellen, dass wir auch die... Dass das Casting, die Angaben und sowas stimmen. Dann kann ich ja vielleicht schon kurz was zu sagen, was wir an Civs haben und so. Leider hat sich Capture Age hier gerade verabschiedet. Ich weiß nicht warum. Ich probiere es nochmal. Ah, so, jetzt sehe ich was. Wir haben Play All 3, Runde 2, Legends Cup und sehen hier Herr Goldi. Zipsi, das passt alles. Turn to Map, wunderbar. So, jetzt würde ich einmal vorspulen. Ich wechsle natürlich auch, bevor der Chat ausrastet, hier einmal die Szene, dass alle mitgucken können. Und wie Sie sehen Sie Capture Age. Glück gehabt. So, ich würde jetzt einmal vorspulen einfach. Ja, okay. Genau. Also ich bin schon bei 2 Minuten 15 gerade. Genau, bin ich jetzt auch. Also ich denke, dann sind wir synchron. Alles klar. Dann stehe ich wieder auf einfache Geschwindigkeit, damit wir nachher nicht irgendwas spoilern oder so. Gut, yay, dann geht's los. Genau, Marcel schreibt's, Abfahrt. Würde ich so unterschreiben. Ja. Und... Ja, was haben wir hier? Ja, was haben wir hier? Erstmal? Goldi in Rot mit den Traviden. Eine neue Sith. Sumpfinseln tatsächlich sowas? Die Koreaner. Ja, tatsächlich so eine Sache, die ich mir noch gar nicht so genau angeschaut habe. Ich bin gerade mal so ein bisschen über die Karte gefahren. Ja. Also in der Mitte der Deepsee-Fisch. Ja. Und außen halt das Sumpfgebiet, wo man auch drauf bauen kann. Also man kann sich auch wallen. Ja. Aber Woodlines nur wenige, ne? Also nur auf der Insel ein bisschen und selbst wenn man da mit den Booten später hinkommt, gefährlich, ne, kann man schon das Wood verhindern. Wasser schon, also man muss schon Wasser spielen, ohne, denke ich, geht's nicht. Sonst ist das Holz weg. Ja, genau, also wie du schon sagst, ne, ich kann zwar drüber laufen, aber ich kann natürlich auch überall mit den Schiffen hin, das ist so die Besonderheit. Ja. Ansonsten wäre es ja ein bisschen so wie Ostsee, dass man in der Mitte so den Teich hat, aber nee, das ist hier jetzt, sage ich mal, so die Herausforderung, da eine gute, ja, so ein gutes Zwischending zu finden, ne? Und auch zu gucken, was macht der Gegner? Geht der voll auf die Schiffe? Umringt der dann nachher meine Insel? Macht meine Base immer kleiner, sozusagen? Weil die kleinen Inseln, ich glaube, wenn du an alle vier Ecken so eine Galeone nachher hinstellt, so eine ja, dann bist du schon fast gegen. Dann hast du quasi den Gegner eigentlich schon so weit, dass er aufgeben kann. Ja.
Das, da kann man sich ja auf anderen Maps noch so ein bisschen verkrümeln, sag ich mal, wenn man so ins Landesinnere sozusagen geht. Ja. Das ist hier nicht möglich. Also hier bist du dann, bist du tot. Bist du einfach ziemlich schnell tot, wenn du Wasser verlierst, das stimmt. Vielleicht kannst du noch schneller ins Castle Age und dann irgendwie mit schneller Tech ein bisschen was vom Gegner abräumen, aber mal schauen. Vielleicht nochmal zu den Sifs. Zu den Sifs, was würdest du lieber spielen? Koreaner oder Dravin? Ich würde Koreaner eher woanders sehen an sich, aber kann man schon machen. Also Koreaner haben einen Nachteil, und das ist, sie haben keine Sprengflöße. Das kann natürlich entscheidend sein. Mittlerweile startet man ja häufig gar nicht mehr mit Fires. Also häufig werden ja Fires gar nicht mehr gespielt, sondern man quartiert die direkt in seinen Hafen ein, die Galleys, und baut 6 Stück davon und drückt direkt Fletching und dann wird es mit Fires schwierig. Und auf der anderen Seite sind die Sprengflöße halt sehr mächtig. Vielleicht, ich habe dir die Frage nur gestellt, weil ich dachte, vielleicht lerne ich jetzt was über die Sifs, Koreaner, klar kenne ich, das DLC mit den Draviden habe ich mir tatsächlich kurz vor Turnierbeginn erst geholt, und ich habe sie selbst noch gar nicht gespielt. Ich weiß, dass die ganz gut auf Wasser sind ja, glaube ich, auch so gekennzeichnet, ne, als Wassersif. Ja. Wüsste jetzt tatsächlich aber auch erstmal nicht, was ich mit denen anfangen würde. Und also ganz, ganz großer Vorteil ist, dass die mit Age Up, also wenn sie hoch, wenn sie in der nächsten Zeit ankommen, plus 200 Holz bekommen. Das heißt, da kannst du halt einen dritten Dock easy hinzufügen. Das ist gar kein Problem. Ja, oder kannst vielleicht noch, kommt drauf an, wie es halt läuft, ne? Wenn du dann in Castle Age irgendwie ankommst, direkt noch irgendwie ein Siege dazu bauen oder so, oder kriegst leichter die Schiffe raus. Ja. Und wenn es wirklich Late-Late-Game geht, haben sie halt dann ganz am Ende diese riesigen Schiffe, diese, ich glaube, Tirisadai oder so heißen die irgendwie. Ich habe die auch erst einmal selber gespielt, die sind crazy. Also gegen Fires schlecht, aber gegen andere Galleons vernichten die. Also, ja, riesige Schiffe. Genau, Herti pflichtet dir bei. Er nennt sie die Elefanten auf Wasser. Sowohl super tanky. Er schreibt es auch ungefähr so, wie du es ausgesprochen hast, würde ich jetzt sagen. Tirisadai, ja. Ja, genau. Okay. So, was sehen wir? Wir sehen ziemlich solide Dark Ages von beiden. Also ich meine, Idle TC sind wir jetzt bei 6 Sekunden, 14 Sekunden, also eigentlich nix. Ja. Wir haben gerade schon ganz kurz gesehen, die Scouts haben sich jeweils 2-3 Mal auf die Mütze gehauen, aber haben beide überlebt. Ja. Und früher oben? Ja, früher oben hat. Aber Goldie mit 2? Mit 2. Zipsi mit der Idee, sich quasi hinten schon relativ viel Holz zu sichern. Mauert da schön zu. Ist schön. Ist schön, Finde ich eine gute Idee, ja. Und hat da auch noch Gold mit drin und sogar noch ein Büffel. Also, gute Idee, vielleicht dann nachher noch ein Tor rein, weiß ich nicht, dass man da auch nochmal ein paar Dorfbewohner adden kann, aber ist ja schnell gemacht. Genau, auf der anderen Seite sehen wir jetzt schon die Fire Galleys, die sich auf den Weg machen. Also Herr Goldi hier schon mit den Fire Galleys unterwegs in die Fisch-Eco von Zipsi, der ist ein bisschen verloren mit seinem einen Boot. Das ist so ein bisschen da hinten im Irgendwo unterwegs. Im Nirgendwo und ja. Und hier mit der einen Galley gegen 2 Fires, da kann er nichts machen. Das ist dann zu wenig. Und mit nur einem Dock ist vielleicht auch, ob er da dagegen halten kann. Mal gucken. Ja, er produziert halt weiter. Die Fire Galleys, die ziehen sich auch gerade erstmal zurück, weil er, Zipsi jetzt gut reagiert. Nimmt da einfach seine Fischerboote und zieht die so in die Mitte rein. Also kauft sich so ein bisschen Zeit jetzt gerade, produziert die Galleys nach. Wird dann halt micro-intensiv, muss dann gucken, dass er dann nicht erwischt wird von den Beinen. Aber Herr Goldi hat das, glaube ich, gesehen oder zumindest geahnt, baut auch eigene Galleys.
Also weiß, okay, ja, ich muss irgendwie auch diese Range, die er jetzt da quasi macht, muss ich ausgleichen. Und ja, es sieht fast und so aus, als er. Es sieht fast so aus, als würde Herr Goldi hier den ersten Kampf ums Wasser gewinnen, würde ich ja fast behaupten. Ja, ja. Sehr deutlich, würde ich sogar sagen. Also man sieht es auch bei Zipsi, er hat irgendwie 4 Gellies in der Warteschleife. Ja. Es ist, er kann nicht so schnell produzieren, wie er eigentlich könnte. Er hat zu wenig Häfen. Das ist gerade sein Problem. Und jetzt, ja, hat Goldi die Gellies hinten. Mhm. Das wird jetzt auch stressig. Also gut für Zipsi dann tatsächlich jetzt, dass er vorhin schon so weit gedacht hat und hat sich da hinten quasi sein Lumbercamp gebaut. Wobei der Scout das hier jetzt gerade entdeckt. Aber man sieht halt hier, das, was ich vorhin befürchtet habe, ja, Herr Goldi stellt jetzt überall diese Galeeren hin und dann wird die Insel verdammt klein. Also dann wird es schon echt problematisch, da noch seine Wirtschaft am Laufen zu halten. Auch das Gold wird er gleich, wenn er da... Ja. Vielleicht tatsächlich eine richtig gute Idee, schon möglichst früh von seiner Insel runterzukommen und sich sneaky irgendwo was zu bauen, weil... Oh, da kommt der Turm hinten zur Verteidigung. Ja, auch die Walls werden dann nochmal verstärkt. Ja. Aber Goldi hat jetzt das dritte Dock geaddet. Gerade produziert er aus dem noch nicht. Aber es werden dann 3 Docks gegen... gerade mal 1. Der Turm steht aber hinten. Ja. Da kann man dann verteidigen. Der wahre Holzi mit dem Raid. Vielen, vielen Dank. Schönen guten Abend an alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Stream bei Holzi. Wir sehen hier gerade die Runde 2 des Legends Cup von Elomis. Wie ihr sehen könnt, Herr Goldi gegen Zipsi. Es steht noch 0:0. Und wir befinden uns auf Sumpfinseln und Herr Goldi hat Zipsi hier gerade so ein bisschen in die Bredouille gebracht, der sich kann, aber anscheinend gerade gut befreien kann. Ja. 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 Goldi zwar mit mehr Armee, aber halt so ein bisschen verteilt. Und was Zipsi auch schön macht, ist, er hat ein neues Dock geaddet. Oben in der Mitte an dem... Ich sehe es, ja. Ja, sehr gute schön, Idee, ja. Ja. Also wirklich weit weg von der ganzen Action. Beschäftigt natürlich Herr Goldi jetzt erstmal. Also gute Idee, sich da so ein bisschen aus der Affäre auch zu ziehen. Ja. Ja. Auch danke, Herr des Feuers, für die Follow. Ja. Kommen die nächsten 4 Gellies. Also die Produktion von Herrn Goldi da schon ziemlich gut. Und er weiß halt auch einfach, okay, ich habe ihn da jetzt einmal so im Schwitzkasten, ich darf ihn da jetzt erstmal nicht mehr rauslassen. Ja. Also sieht schon sehr gut aus hier für Herr Goldi, der jetzt auch schon auf dem Weg in die Ritterzeit ist. Genau. Und Zipsi ist da noch ein bisschen von entfernt, braucht auf jeden Fall noch die Nahrung, die muss er noch reinholen. Hat recht viel Gold, könnte sich das vielleicht auch zusammenkaufen. Der Markt, der kommt schon. Ich denke, das ist auch jetzt so die Idee. Und wird er auf jeden Fall machen müssen, um hier nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Es sieht halt schon echt gut für Herr Goldi aus. Ja. Auf jeden Fall. Die 10 Gellies, die er da vorne hat, die räumen alles ab. Er produziert zwar auch nicht kontinuierlich aus dem einen Dock. Er fügt jetzt noch ein viertes hinzu. Aber bei Zipsi kommt oben auch nichts aus dem Dock raus. Ja, schade, da hat er gut zurückgepusht, jetzt ist er wieder ein bisschen zurückgedrängt. Ja, ja. Im Chat, also zum Beispiel Horus sieht es schon kommen, ne? Herr Goldi jetzt gleich mit der Ritterzeit in wenigen Sekunden und hat einfach eine super krasse Army hier am Start. Ja. Also, boah, das wird eine Riesenaufgabe für Zipsi. Ich weiß noch nicht, ob es tatsächlich komplett GG ist, aber ihm muss jetzt wirklich was ganz Brillantes einfallen. Ja, er baut halt weiter Fires, davon hat er aber nicht viele. Goldi baut jetzt auch die ersten Demo-Rafts dazu. Ja, das sieht schon sehr, sehr gut bei ihm aus, was er da macht. Ja,
Ja, also Goldi spielt es halt einfach ziemlich gut runter, muss man ihm einfach lassen. Ja, fügt jetzt auch noch ein TC, hat er hinten jetzt hingesetzt, das wird gleich dazukommen. Ja. Relativ ja, lange man den auf Vorteil einem TC am Holz, geblieben, ne? Ja, aber klar, wenn du erstmal den Gegner so ein bisschen unter Druck machst, dann machst du das natürlich erstmal solide weiter und guckst dann, dass du da deine Base erweiterst. Ja, jetzt ist er vom Gold runter, muss auf die andere Seite. Ich glaube, er versucht jetzt sehr viel auf Stein zu gehen, um vielleicht eine Castle, um da dann zurück auf Wasser zu kommen. Mal gucken. Dadurch leidet natürlich seine Eco enorm. Ne? Hat jetzt einen noch auf Nahrung. Das gut. Nahrung braucht er jetzt gerade nicht. Er hat sich die Castle jetzt zusammengekratzt. Kommt auch an einer relativ guten Stelle. Wobei, er sichert sich zweimal Stein. Aber über kurz oder lang würde ich tatsächlich nochmal schräg gegenüber vielleicht nochmal eine bauen. Einfach um da seinen Hafen zu schützen und weil Goldi ja auch immer an der Stelle angegriffen hat. Aber fürs Erste bringt es Entlastung. Gold, ne? Das stimmt, ja. Es bringt Entlastung auf jeden Fall. Aber das Gold, ja, das kann man immer noch eigentlich gut denyen. Und dann hat Goldi die Map Control, ne? Dann wird's schwierig. Ja. Mal gucken, was jetzt sein Plan ist. Geht er irgendwie, versucht er schnell Imp zu gehen mit einem TC? Aber wo kriegt er die Nahrung her? Versucht er noch mehr Castles zu bauen? Baut er hinten Dock? Mal schauen. Ja, seine Fishing-Eco geht ja eigentlich die ganze Zeit durch. Hat zudem auch Felder, steht nicht unter Druck. Das ist einfach der große Unterschied. Du siehst, er hat zwar eine ähnlich kleine Insel, aber wenn du nicht unter Druck bist, kannst du da relativ gut schalten und walten. Genau. Du kannst dich nach hinten vergrößern und so. Also, du siehst halt im Moment halt, Herr Goldi wird hier nicht unter Druck geraten. Sieht nicht so aus. Und Zipsy ist jetzt unten mit einer Woodline. Ja, bei Zipsy ist es halt eher so die Mangelverwaltung, die jetzt so reinhaut. Also er sucht sich halt immer schnell die Ressourcen zusammen, die er in dem Moment braucht. Also der Druck ist schon enorm, der da jetzt auf Zipsy lastet. Dylan schreibt, naja, aber Corinne ist doch auf Wasser im Late besser, oder nicht? Naja. Ich weiß nicht, wie jetzt Turtles gegen diese Trizardai sind. Ich weiß nicht, ob er Turtles überhaupt bauen will. Im Moment hat er, glaube ich, kein einziges Stock. Von daher wird es eh schwierig. Er geht jetzt auf Warwagons und da... Und da kommt das GG. Kommt das GG. Ich hab gerade noch überlegt, sind die Warwagons, ist es eine valide Strategie? Weißt du das? Kann der Chat da vielleicht was zu sagen? Ich glaube, das Problem ist, also die haben ganz guten Pierce an sich, aber ich glaube halt aus einem Castle gegen vier Docks und ich glaube, so gut tauschen die jetzt auch nicht gegen die. Weiß halt nicht, ob das Boote. Tatsächlich. Und da kommt auch schon wieder ein Sprengfloß. Ja. Ob es vielleicht ganz gut ist, klar, weil du kannst den Schiffen hinterher fahren, sozusagen, wie man jetzt gerade sieht, aber die müssen dann halt. Ne, nicht unter Druck kommen, es müssen mehr sein wahrscheinlich. War jetzt für Zipsy halt super schwierig, denke ich, da irgendwie noch rauszukommen. Also der Chat hat schon relativ früh gesagt, dass das hier durch ist. Damit steht es 1-0 für Goldi. Und ich glaube, die beiden sind auch... GG. Goldi. GG. Goldi. Oh, ich bin da. Ah, okay, ja. Dann, ja, wie war's für dich? Löscht. Ja, ich glaube, also du hast eigentlich ja, du kanntest die Map, also das hat man schon gesehen, du bist direkt da hinten hingegangen, hast das auch dann mit dem Turm dann später noch gesichert, das war eigentlich alles, also das war auch schön da hinten mit der kleinen Extra-Base da eigentlich. Ja. Aber, ja du hattest weniger Produktion als er, ne? Das war dann ich hatte so ein bisschen, ich habe erwartet, dass er irgendwelchen Quatsch macht. Und mich dann nicht getraut, einfach voll Wasser zu gehen. Okay. Und dann habe ich irgendwie nichts so richtig gemacht. Und dann war ich halt, ab dem Zeitpunkt war ich halt mega hinten dran. Ja. Und dann war es im Prinzip nur ein Managen des Rückstands. Hat er gut gemacht. Ja. Also es war tatsächlich so vor allen Dingen die Produktion, dass der Goldi zwei Häfen, dann relativ schnell einen dritten geaddet.
Hat dadurch einfach die bessere Produktion an Schiffen gehabt, konnte ich da von Anfang an so ein bisschen in deiner, auf deiner Insel auch festnageln, und konnte bei sich zu Hause eigentlich relativ ungestört an die Ritterzeit denken und so weiter. Ja, war schon schwierig. Aber ich muss auch sagen, also wir haben beide eigentlich sehr gelobt, die Idee, sich da direkt quasi mit dem Lumbercamp nach hinten zu verziehen und das auch schön abzuwallen, damit man auf jeden Fall schon mal Holz sicher hat. Ich glaube, das ist eine relativ gute Idee, würde ich Ja, sagen. vor allem, weil Cool. ja Demolition Ships eine sehr gute Strategie. Also ich dachte eigentlich, ich habe vergessen, dass Koreaner die nicht haben. Ja. Ja, das Weil war Demolition auch. Ships in die Woodline hinten rein ist ja immer ganz gut Mm, auf ja. Sumpfinseln eigentlich. Ja. Auf jeden Fall. Das war, als wir am Anfang drüber gesprochen haben, ja, war das so mein Punkt, warum ich Koreaner nicht so gesehen habe auf der Karte. Aber du hast es trotzdem, du hast ja noch mal gut dann in deinem einen Dock gesammelt, bist noch mal außenrum, hast noch mal einen zweiten Dock da oben geaddet. Hat dann Goldie recht früh gefunden, das war ein bisschen unglücklich, aber an sich hast du da ja noch mal ganz gut versucht zurückzukommen. Ja, es war halt Managen. Also Goldie hat es gut gemacht, hat sich früh den Vorteil geholt und dann immer so genervt, dass ich halt versuchen konnte, noch ein bisschen mitzuspielen. Aber es war, glaube ich, schon ziemlich früh klar, dass wenn jetzt nichts Verrücktes passiert, er das nach Hause Aber du fährt. hast aber, glaube ich, das, was man an verrückten Sachen machen kann, schon ganz gut ausprobiert, denke ich. Auch mit Castle und so, das war dann ja recht früh, der Stein war da und ja. Ist Ich Goldie rede da die ganze mittlerweile? Zeit. Ja. Ja, ich rede die ganze Naja. Zeit und mein Mikrofon war aus. Ah, okay, ja, perfekt. Man merkt, ich habe Erfahrung in diesem Streaming Ja, etwas. dem macht da keiner so leicht was vor, ja. Ja. Und hier Okay. GG auch nochmal von meiner Seite. GG. Dann geht's auf die zweite Karte. Timothy, du darfst Juhu. Darfst du suchen. aussuchen? Das ist natürlich eine gute Frage. Dann spielen wir Ostsee, würde ich Juhu. sagen. Ostsee, schöne Map. Ostsee. Wenn du das sagst. Wer schon mal da Urlaub gemacht hat, weiß, dass die Ostsee auch sehr schön sein kann, ja. Ja, frag Boris Blocksberg. Stimmt. Boris Blocksberg, der da bis heute zu finden ist. Ich glaube, es geht ihm da sehr gut, vor allen Dingen seinem Husten. Gucken, ob wir ihn finden. Viel Spaß auf Ostsee. Viel Spaß. Lobby ist schon Dankeschön. auf. Ich LHF. GLHF. Jo, bis Bis gleich. gleich. Später. Na. Ja. Gut, erstes Spiel. Mal schauen. Jetzt ist ja die. Das war ja die Map von Goldie. Jetzt ist die Ja. Map von Zipsi. Vielleicht läuft das dann alles ein bisschen anders. Ich bin gespannt, ob jemand. Ob jemand da was ganz Verrücktes auspackt? Ja. Oh, Elomis schreibt es gerade schon in den Chat. Ja. Also, vielleicht kannst du es nochmal sagen, dass du jetzt Wochen damit verbracht hast, so wie ich das verstanden habe. okay. Also, ja, Wochen, nein. Also, ich sag's, wie es ist. Ich hatte auch diese Idee und ich wollte Boris Blocksberg gerne immer. Es gibt ja eine Relic in der Mitte, im Wasser von Baltic und da wollte ich Boris Blocksberg gerne daneben adden, aber dieser Editor ist so fürchterlich. Also, irgendjemand, der da Ahnung hat, kann das gerne machen, würde mich super freuen, ich bin's nicht. Ja, was würdest du denn picken auf Baltic? Hast du da was Favorisiertes? Gibt's da was? Boah, das ist eine gute Was Frage. dich Ich schaue noch anlacht. mal kurz in den Sith-Draft. Also, was dürfen wir denn nicht? Wir dürfen nicht Byzantiner, Goten, und wir haben Koreaner und Draviden schon gesehen. Also, Also ich habe ja einen klaren Favoriten, muss ich sagen. okay. Die Frage ist ja die, geht man voll auf Wasser oder sammelt man am Anfang halt so lange die Fische ein, wie es geht und plant einfach komplett auf Land? Und versucht da irgendwie durchzubrechen, in dem Falle, dass der Gegner sich dann da schon eingemauert hat, dann würde ja jede Menge in Frage kommen eigentlich, ne?
Aber spontan würde ich, wüsste ich jetzt nicht unbedingt, welche Sith ich da bevorzugen würde. Wie ist es bei dir, weil du sagst, du weißt es sofort? Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich weiß, dass er das mal konnte. Ich weiß nicht, ob er das noch kann und ob er das machen will. Aber es gibt diese Möglichkeit, quasi mit Litauern direkt auf Holz zu gehen und direkt einen Dock zu bauen. Ah, also von Anfang an quasi. Genau. Und dann hast du halt viel früher die Fischerboote, weil die halt ja diesen immensen Food-Bonus haben. Ja. Ja. Und dann schickst du, glaube ich, 5 auf Holz und erst dann gehst du auf Schafe. Weil du das, und das weiß ich, dass das, also dann bist du super schnell in Castle Age. Okay. Ja, mal schauen. Also ich weiß, wir haben das im Teamturnier haben wir das mal so gespielt. Ich glaube, das Problem war, dass ich einfach gestorben bin und Goldie das nicht rausreißen konnte. Aber meinst du, Ja. ja gut, mal gucken, wie sicher er sich damit fühlen würde. Ich glaube, wir werden es. Ich weiß nicht, ob die beiden schon gestartet haben. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es auch noch nicht. Ansonsten, klar, Hunden oder Japaner, Also ja, sollten da jetzt schon geil. gleich, sollten sie jetzt gleich da auftauchen, wäre das ja wahrscheinlich schon ein Hinweis darauf, dass es durchzieht. Mal gucken. Mal gucken, ich weiß es nicht, Du ich liegst weiß es halt jetzt nicht. auch einfach 1-0 vorne. Ich meine, ne, du kannst dann vielleicht auch mal sowas auspacken, Ja, eher wenn du frei dir aufspielen, da, ne, das ne? stimmt. Ja. Ja. Radio, erstmal Kickers Emden, vielen Dank für den Follow. Hertie sagt, kann das mal jemand erklären mit Boris B? Und er meint nicht Boris Becker, sondern tatsächlich Boris Blocksberg. Zonky Bonky schreibt, gehypter Kryptomogul unter Kennern auch als Habibi Blockchain-Berg bekannt. Man sagt, er hat die Hex-Hex. okay. Alter, also also Zonki einfach macht mich fertig, ey. Ich weiß nicht, wo er es herholt. Bin ich Nee, ganz ich weiß es auch ehrlich. nicht. Vor allem die Masse halt, ne? Ja, In ja. den 2 Sätzen da irgendwie. Ja. Es ist, also ich glaube, besser kann man es. Also soll man es jetzt, soll man noch so erklären oder so einfach so stehen lassen? Ich finde die Erklärung gar nicht mal so schlecht, obwohl sie falsch ist, natürlich. Aber ich bin tatsächlich so der Meinung, dass vielleicht Zonky Bonky mit solchen Sätzen, mit solchen Beiträgen sicher mit jedem einzelnen Beitrag auch relevanter und interessanter für wissenschaftliche Untersuchungen wird. Ob das noch zu seinen Lebzeiten passiert oder ob er dann irgendwann sein Hirn nach dem Ableben spenden sollte, ich weiß es nicht. Aber vielleicht kann das ja mal jemand in Erfahrung bringen, ob an sowas geforscht wird. Weil ich finde es unglaublich. Ich muss auch sagen, hier Niklas Schier ist ja auch so ein Kandidat. Die beiden schenken sich da nichts. Ja, das stimmt. Okay. Wie dem auch sei, Spiel ist da, wir können loslegen. Genau, ich habe es auch gefunden und spule mal ganz nach vorne, aber ich glaube, ich bin schon angekommen und bin bei Minute 16, 17, 18. So. Und wir haben beide mit der gleichen Idee, nämlich mit Japanern. Jawohl. So, ich spule auch kurz vor. So sieht's aus. Habe ich gerade, als ich rein bin, habe ich es auch gesehen. Damit ist natürlich dann die Strategie, die du so ein bisschen predicted hattest, ist damit vom Tisch. Werden wir nicht sehen. Aber ein japanisches Setup hier auf beiden Seiten. Ja, ich meine, damit hast du, haben beide. Natürlich beide eine Sif gewählt, die eigentlich auch beides kann. Also sowohl auf Wasser als auch auf Land. Auch ein guter Pick, finde ich. Auf jeden Fall Ja. der Holzbonus, also dadurch, dass die Lumbercamps und die Miningcamps und gut, die Mühle glaube ich auch, aber ist jetzt nicht so entscheidend, weniger Holzkosten. Ist natürlich sehr praktisch und die Fischerboote sind halt natürlich sehr, sehr gut, kaum zu zerstören. Ja, mal schauen, ob sie beide auf Wasser gehen. Vielleicht ignoriert es ja auch einer von beiden. Ja. Würde ich jetzt bei Japanern erstmal nicht so denken, aber mal gucken. Wenn Und sie geht Hertie nach jetzt vorne. wenn Oh, Hertie jetzt hier will im er den Will Stream snipen? wäre,
Ich weiß nicht. Dass er vielleicht da schon drauf wartet, dass da vielleicht gleich der Hafen gedroppt wird und der Villager relativ weit weg von seinem TC ist. Oder hat er sich gedacht, ich reite jetzt einfach mal drumherum. Oh, er geht. Ah, da kommt der die Quick War, schön. Okay, jetzt muss die andere Seite. Oh, da war aber sehr ja, schnell. Wow. Stark. Okay, und jetzt kommt der. Kommt noch ein Villager und der Scout. Jetzt muss er weg. Mal gucken, ob er jetzt reagiert. Oh. Da verliert er viel Energie. Ja, er verliert viel Energie, aber er hat natürlich jetzt auch so ein bisschen Idle Time verursacht. Ne? Also der eine Villager steht jetzt da zwischen den Quick Walls. Es muss ein zweiter kommen, der den Hafen baut. Ein dritter steht jetzt am TC ein bisschen rum, begibt sich jetzt da zu den Boss. Ja, also kurz mal eben für Aufregung gesorgt. Aber Zipsy dafür in seinem eigenen TC mit Idle Time. Ist jetzt auf 23 Sekunden gegangen. Ja, ja. Als er angegriffen hat, ist es bei Goldie ein bisschen hochgegangen. Da waren sie gleich auf, aber. Ja. Aber alles im Rahmen, also. Wir haben Gaia Rip verpasst. Der Chat rastet aus. Ja, Shagger schreibt zuerst. Oh ja. Borkill. Was ist da geschehen? Ich habe tatsächlich nur auf die Situation jetzt hier an dem Hafen geguckt. Aber wir haben halt einfach Leute im Chat, die ihre Augen überall haben. Und unterhalb des Woodcamps. Ah, da. Vielleicht komplett vergessen. Also wenn du da bei den Bären, genau, gerade oben drüber, über dem einen Strauch. Ja, das ja, ist es. Hier, ne? Ja. Ja. Die Sterblichen, einfach komplett vergessen, ne? Die sterblichen Überreste, die im Schnee verschwinden. Ja. Eine dramatische Szene, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Also ich könnte mir schon viele, viele andere Dinge vorstellen, die schöner sind, als von einem Wildschwein überrannt zu werden. Ja. Naja, so ist das Leben. Mal gucken, was er da jetzt macht. Er fängt jetzt schon mal an mit Walls auf jeden Fall. Ja, und relativ eng, ne? Also er hat jetzt gemerkt, okay, Zipsy kommt hier vielleicht nochmal vorbei. Ich geh nicht auf die Hälfte der Map und fange da an zu wollen, dann verliere ich vielleicht noch einen Dorfbewohner. Bei den Scout, den ist ja schon lower als seiner. Ja. Also mit Loom wäre das dann eigentlich auch kein Problem. Ja. Also, vielleicht muss ich mich da korrigieren. Es ist doch tatsächlich mehr passiert durch Zipsy, als ich dachte. Hat da den Villager verloren, die Idle Time drin. Hat jetzt auch noch nicht hochgeklickt. Zipsy schon auf dem Weg in die Feudalzeit. Also, schon die Aktion von Zipsy kann man, glaube ich, schon als erfolgreich bezeichnen. Würde ich jetzt auf sagen. Auf jeden Fall, ja. Ja, hat doch sehr viel Chaos verursacht. Ja. Beide starten jetzt halt auch schon mit der Fisch-Eco. Herr Goldi hier mit 5. Goldi mit 4. 4 Booten, genau. Böten, Böte. Auf der anderen Seite 3 Böte. Ja, Schifferböte ist, glaube ich, der Fachterminus. Chillen feuert Zipsy an. Der will, glaube ich, den Ausgleich sehen. Ja, genau, die Reliquie auf der Scholle, die ja. Ist aber eigentlich auch sehr cool, weil was baut er denn hier oben? Da kommt die Kaserne. Oh, ganz im Norden? Da baut er die Kaserne? Die Kaserne von Zipsy hier, ja. Dafür waren die kleinen Walls dann doch gut, ne? Weil vielleicht denkt er, dass Goldie die weiter vorne setzt, so wie er die jetzt. Das stimmt. Ja, ja, ja. Und so ist er auf jeden Fall schon mal drin. Also so der Gedanke wahrscheinlich von Zipsy. Ja, und jetzt ein Stable. Das ist dann natürlich. Das wird nicht viel bringen. Und er baut auf Wasser gar nichts. Er ignoriert jetzt doch das Wasser. Ja.
Hat seine Boote ganz nach oben da geschickt? Das waren wahrscheinlich die einzigen Fische, die er gesehen die hatte, er noch gescoutet die er hat. Scoutet hatte und dann fahren die dahin, ne? Oh, das ist natürlich auch ja. ganz ärgerlich. Der Villager wird die wahrscheinlich da gesehen haben. Macht ja. die Sache jetzt super ineffizient, vor allen Dingen, weil die ja, was ja schon ein bisschen nervig ist, halt wirklich so diese Küste abfahren, ne? Also ja. die nehmen ja, da ja, ja so jeden. Hängen und stecken. Ja, 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 ja. Ja. Oh, da auch wieder. Oh Gott, das ist wirklich, ja. Die fahren jetzt da hin und her, mal gucken, ob es ihnen nachher auffällt, weil er wird sich sonst wundern, wo eigentlich die Nahrung bleibt. Ja. Ja. Goldi halt nicht bestraft dafür, dass er so viel später jetzt, er kann, die Boote hat er weiterhin. Ja. Hat eins mehr, die sind effektiv. Er ist halt auch nur auf einem Schorfisch. Nicht mal auf dem Tiefseefisch, das ist ja auch noch schlechter. Oh. Das ist schon hart, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass er hier einfach mal 8 Scouts baut, die halt jede Menge Nahrung kosten. Ja, Und das wird halt schwierig, durch, oder dann was? Das TC noch durch zu lassen. Ja, ja. Genau. Goldi vorhin, ja, mit 28 Dorfbewohnern sozusagen in die Feudalzeit gekommen. Produziert weiter die. Nee, er ist bei 4 Booten geblieben. Er hat tatsächlich dann doch nur Dorfbewohner geaddet und spielt ein Fast Castle. Nicht ganz so fast, wie es sein könnte, aber mit dem Chaos, was er da hatte durch Zipsi, denke ich, kommt er dann und noch mit. Und hinten hat er einen Villager gesniped. Tatsächlich, da, ja. Den zweiten muss er jetzt in Ruhe lassen, aber auch der ja. läuft da jetzt erstmal hinterher. Und das mit den Scouts Booten ist natürlich auf die super Wall. Ärgerlich, ne? Die Scouts hauen auf die Wall und Goldi merkt's und setzt ein Haus dahinter. Mal gucken, vielleicht kommt er auf die Idee mit einem Transport-Ship. Kostet viel Holz. Mal schauen. Ja. So, das vielleicht macht, aber die Basis ist auch sehr kompakt von Goldi. Also jetzt tatsächlich sieht man einfach, dass es sich gelohnt hat, doch so eng zu fassen. Weil das kann er ja super, das kann er jetzt super verteidigen. Und er hat auch nur noch eine Minute bis zur Ritterzeit und dann cleart er die halt locker, wenn er will. Also, ja, ja. Da besteht ja dann überhaupt keine Gefahr. Auf der anderen Seite für Zipsi, der wird halt noch ein bisschen brauchen. Auch. Aber haut nur dagegen. Dachte jetzt, vielleicht kommt noch ein Tower oder so. Ah, okay, ja. Da könnte es jetzt eng werden, mal gucken, ob er das schnell merkt. Aber ja, doch, das ist er. Da ist er da, setzt direkt die Wall dahinter. Jetzt baut er nach 16 Minuten eine Fire Galley. Und vielleicht ist das sogar gar nicht gut, weil Zipsi dann merkt, wo seine Boote hinfahren. Ja. Die Boote drehen jetzt auch um, ohne was geholt zu haben. Ich glaube, er hat es gemerkt. Ja, scheint so. Und Zipsi mit dem Markt will hier vielleicht gleich seinen Stein dann loswerden und einfach hochklicken. Ja, ein bisschen Gold fehlt ihm noch. Nahrung hat er eigentlich. Ja. Jetzt ist er auf dem Fisch, ja. Ja, nur jetzt steht halt diese Feuergalerie da. Und und er hat noch einen Fisch dazu gebaut. Ja. Ja, kurzen Prozess. Bei den Japanern dauert es trotzdem sehr lange, aber ja. Das erste Boot ist gleich weg, ja. Ärgerlich. Ja. Ist die Frage, ob du nicht an dem Punkt dann vielleicht sogar Wasser schon aufgibst oder ob er nicht einen Hafen irgendwo anders noch baut. Und von da aus versucht dann nochmal auf Wasser zu kommen. Aber Goldi hier einfach wieder vorne im Moment. Ja. Die Knights laufen unten am Scout vorbei, aber laufen nur vorbei. Jetzt kommt eine Fire Galley von Zipsi. Ah, sehr wenig Wasser, ne? Also wirklich. Ja. Der eine Wilder, die eine Villagerin ist die ganze Zeit da idle noch mit dabei, ne? Haut da mit zwar drauf, aber. Ja. Vielleicht tatsächlich beide gar nicht so Bock auf Wasser, ohne denen da was unterstellen zu wollen. Nee. Nee, stimmt schon. Das ist Wasser ist.
hier, aber, spielt hier nicht eine Rolle. Wie man und man sieht jetzt halt auch einfach, diese Ritter werden da reinkommen. Also Zipsi schafft es ja niemals. Er könnte vielleicht dann jetzt zu Hause noch schnell, macht er auch, genau, da kommt schon zwischen dem Gold und dem Lumbercamp, aber zwischen dem Gold und dem Holz ist da offen, oder? Ja, da ist der Scout gerade durch, also da ist eh offen, eigentlich die in Blacksmith gut gesetzt, aber und dann ist er hinten drin, da wollt er die Woodline nach, das ist gut. Genau, er wollt auch sein Gold, hinten wird gewollt, aber du hast halt trotzdem jetzt erstmal die Ritter da drin und musst dich da irgendwie drum kümmern, musst du jetzt auch überlegen, was mache ich. Also Zipsi weiß ja vermutlich, Goldi wird nicht aufhören, die zu produzieren. Da kommen jetzt immer mehr und ich brauche über kurz oder lang irgendwas, um die zu kämpfen. Und jetzt auch um Gold dran. Ja, das tut das weh, weil da ist noch nicht gewollt. Es sollte das Kloster kommen. Es könnte sein, dass es schon zu spät kommt. Wir werden sehen, wie Goldi da, also ob er da jetzt einfach aggressiv bleibt. Ja, jetzt kämpft der Knights gegen Scouts. Das könnten die Scouts gewinnen, einfach durch die Masse. Ja. Ja, die Ritter nehmen da natürlich jetzt auch noch mal eine Menge Scouts mit. Auch die schon eine Investition. Problem ist, er hat halt jetzt dieses Kloster, aber er kriegt da keinen Mönch raus, weil er zurzeit nicht an Gold kommt und auch so gut wie eigentlich ja nichts verkaufen kann. Er hat einfach überhaupt nichts auf der Bank. Und die Ritter kommen weiter. Das zweite TC soll ihm da jetzt auf jeden Fall mal eine Woodline und Stein sichern. Auch von Herr Goldi, das zweite TC, der da wie im ersten Spiel eigentlich jetzt völlig unbedrängt so seine Base planen kann, sich jetzt wahrscheinlich langsam so nach draußen tastet, sich da Gold holt. Also auch hier wieder gute Lage gerade einfach für Goldi, die er sich da erarbeitet hat. Ja, er hat es, glaube ich, einfach gut gut gelesen und ein bisschen Glück gehabt. Also er hat dann gedacht, gut, ich kann das jetzt eigentlich, ich bin so spät oben, ich kann eigentlich nichts machen. Ja. Zipsi dann kein Wasser gespielt, er gewinnt glücklich Wasser. Zipsi hat das Problem mit den Booten, die so weit fahren, sehr unglücklich ist. Und dann war er schneller Castle und macht jetzt halt richtig Druck. Und ist wieder am Gold, oh, da ist immer noch offen. Oh, das tut richtig weh. Der erste Mönch ist draußen. Ja, kriegt er da was rein? Nee, die Ritter sind sogar schneller da, als der Mönch überhaupt bekehren kann. Das war aber auch unglückliche. Ja. Elomis schreibt im Chat, Goldi einfach stark, ja. Muss man tatsächlich sagen. Also hat da vor dem Match super tief gestapelt, ist hier aber heute hellwach. Und chillen, krass, wie wenig auf Wasser passiert. Gerade greift Zipsi mit einer Fire Galley, die noch 15 Leben hat, die vier Schiffe, die vier japanischen Fischerboote von Goldi an, aber Währenddessen leuchtet es überall in seiner Base, also die Ritter gut verteilt da jetzt auch von Goldi versucht. Jetzt sind es über 20 Villager Unterschied. Ja, und die Bude ist hier komplett idle, ne? Also die sitzen und alle im TC und warten, GG. Und da kommt das GG. Ja. Wird denn auch GG? Ja, da kommt's. Also, die Kiste hier durch, 2-0. Für Herr Goldi, wir haben ein Play All 3, das heißt, wir sehen auf jeden Fall noch ein Spiel. Aber dieses Match hier geht insgesamt, das wissen wir jetzt schon, an Herrn Goldi. Ja. Aber trotzdem auch das dritte Spiel entscheidend. Auf jeden Fall. Also genau, das vielleicht nochmal an alle, die jetzt von Holzi rübergekommen sind, sich fragen, was ist der Legends Cup? Hier spielen wir im Schweizer System, das heißt, tatsächlich kann ein 2-1 auch noch gut für Zipsi sein, weil es dann im Nachhinein die Tabelle dementsprechend aufbaut und man so dann an Gegner kommt, die ungefähr in der gleichen Gewichtsklasse spielen. Von daher bringt es auf jeden Fall was, da jetzt nicht komplett aufzugeben, sondern einfach weitermachen und vielleicht noch einen Punkt holen. So, GG an euch beide. GG, ihr beiden. Ja. GG.
Sag Ja, mal was. Herr Goldi macht's fast wie im ersten Spiel, diesmal relativ klein gewollt, in die Ritterzeit Im gegangen. ersten Spiel war ich gar nicht gewollt und bin auch nicht fast Castle Nein, das stimmt. Ich wollte gegangen. eher sagen, dass du Was genauso wie im produzierst, letzten Spiel. und Zipsi da unter Druck setzt und auch einfach nicht locker lässt. Ja, Das wobei ein bisschen anders. Ja? Zipsi mir da, als er da mit dem Scout am Anfang kam, habe ich auch einen Wildern verloren. War ein Geier-Ripp. Ich hoffe, den habt ihr gesehen, ja. Haben wir, also wir Ich sehe nicht, es im aber Chat. der Chat Ja. hat es gesehen und uns Chat war darauf aufmerksam. aufmerksam gemacht. Ja, das hat auf jeden Fall für Unruhe gesorgt. Und das war auch der Das, Grund, warum es das Fast Castle überhaupt gab. ja. Das haben wir dann auch gedacht, gut drauf reagiert. Also Zipsi diesmal gut Stress gemacht am Anfang und dann irgendwie nicht ummünzen können. Ja, also ich dachte, ich schicke den Scout mal vor und guck, was passiert. Das klappt ja dann doch ab hin und wieder mal. Und dann war eigentlich mein Plan von Anfang an Scouts zu spielen und halt irgendwie zu hoffen, dass er nicht wallt oder ich noch irgendwie reinkomme. Ja. Na, dann Hat er kleiner dann gewollt, aber. als du wahrscheinlich gedacht hast, ne? Ja, ich dachte, als ich an der Seite, an der Engstelle vorbei bin, dass und ich dann hinten in der Ecke war, dass ich ganz gute Chancen habe, hinten reinzukommen. Ja. Aber hat er gut dicht gehalten, muss man sagen. Ja. Also Goldi Vielleicht. von Anfang an die kleinen Walls, die du dann gesehen hast, gebaut gehabt. Ja. Vielleicht, wenn ich dann irgendwie noch an Transportschiff schnell denke oder so, kann ich noch ein bisschen Chaos Das haben stiften, wir auch überlegt, ja. aber habe ich dann wieder nicht dran gedacht in der Situation. Und ab dann war es, als ich nicht reinkam, ab dann war es ja quasi wieder, hat er sehr gut verteidigt, mich sehr gut draußen gehalten. Und dann war es ja wieder von mir ein Managen des Rückstandes und ja. Vielleicht noch so Goldi kein Wasser gebaut, weil gedacht hinten dran. Weil ich Und dachte, also genau, ich dachte halt, okay, er wird auf Wasser gehen, ich werde auf jeden Fall nach ihm oben sein, weil ich halt dann so ein Chaos in der Build, also in der Makro erstmal hatte. Und dachte, okay, dann nutze ich halt das Food, was ich kriegen kann. Und hab dann gedacht, okay, das sind Scouts, jetzt baue ich mal zumindest eine oder zwei Fires und versuche ihm seinen Fisch zu killen. Und hol mir halt noch so einen kleinen Echo-Bonus dann wieder rein. Zipsi dann eher komplett Land crashen wahrscheinlich geplant. Von meiner Seite? Ja, Ja, also wegen, ich hatte weil kein Wasser. ja genau, meine Hoffnung war von Anfang an, ich baue drei Fischerboote, versuche mit Scouts irgendwie reinzukommen und dann bei ihm Panik zu stiften und dann gucken, was passiert. Jo. Dann darf ich nochmal aussuchen, gell, fürs letzte Spiel. Ja. Dann würde ich meine zweite Map spielen und auf Islands hier. war das, ne? Okay, ganz genau, ja. Oder wie ich es gerne nenne, Mangrovendschungel. Du hast komische Aussprache. Warst du mein logopädischer Behandlung deswegen? Die Ente ist kein Fisch, die hat auf Islands nichts verloren. Aber sie kann beißen. Mangrovendschungel. Ja, dann bis gleich wieder. Jo, Ciao, ich GLA wünsche F. Spaß. GLA F. Jo, danke. Finde ich schön, dass wir ja auch unserem Bildungsauftrag wie immer nachkommen. Also hier nochmal, wie ihr gerade gehört habt, eine kleine Lektion in Biologie. Die Ente ist kein Fisch. Ich finde, das ist ein ganz toller Satz. Der, Kann ich so unterschreiben, oder? muss ich sagen. Also, Ja. hier lernt man halt tatsächlich was. Ja, das ist Ja. schon toll. Ja. Mangrovendschungel als letztes. Ja, schon eine Map jetzt, wo man einfach auch noch mal ein bisschen was Spaßiges vielleicht auspacken kann. Ja. Ja, also ich bin ja in einem Team mit Goldi und auch gut befreundet. Deswegen weiß ich, was er eigentlich spielen wollte auf Mangrovendschungel. Das Ding ist allerdings, das hat er selber gebannt. Ach Deswegen so. weiß ich jetzt nicht, was seine Idee ist. Bin Das, ich gespannt. aber meinst du kannst es verraten oder eher nicht? Ich glaube, die Runde ist ja eh durch an sich. Also Mongolen Ja ist gut, schon sehr stark, finde ich. vielleicht willst du es ja selbst noch spielen oder so.
Oder Ja, da hoffe ich Mangrovendschungel einfach. wird sehr oft gepickt und Ja, ich kommt glaube, ich dann pick's nicht. Nee. in der Endphase dieses Cups wieder. Also, Ja, das könnte sein, ja. aber ich. Ja. Na gut. Da mache ich mir jetzt nicht so. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Aber da machen wir jetzt nicht so super große Gedanken drüber und wir machen das ja alle für den Spaß und. Das stimmt natürlich. Das steht an erster Stelle. Hast du da irgendwie Ideen? Du bist da auch noch Und dran in der Runde, was du gerne picken willst, oder hast du für Mangrovendschungel? boah, tatsächlich nicht. Also ich bin ganz, ganz ehrlich, ja. Und ich glaube, da werden mir auch ein paar beipflichtendes Wasser mir nicht so viel Spaß macht. Ah, okay, ja. Andererseits denke ich mir, ey, komm, die Runde 2 ist jetzt nun mal das Thema Wasser. Ich glaube tatsächlich, kann ich das jetzt verraten, weil ich selbst noch dran bin? Eigentlich egal. Ich würde tatsächlich voll auf Islands gehen. Vielleicht sogar Islands und Team Islands mir rauspicken, um so ein bisschen auch mich Ja, beides selbst zu da. zwingen, mich darauf vorzubereiten oder es einfach mal zu spielen, ja? Ja. Ja, ich glaube, es gibt Warum einige nicht? Leute, die nicht so für Wasser zu haben sind. Ja. Ist, glaube ich, mein Vorteil, weil ich ganz gerne Wasser spiele, wobei ich es verstehen kann, was man daran nicht mag. Denn, also, das haben wir hier ja jetzt zumindest im ersten Spiel gesehen. Wenn man Wasser verliert, ist es sehr, sehr schwierig. Und es ist halt auch einfach, also jetzt aus meiner Sicht, es ist halt irgendwie auch noch mal so doppelter Stress. Also, du hast am Anfang natürlich irgendwie die Build-Order, die du ein bisschen umbauen musst. Gut, kriegt man hin. Dann gehst du auf Wasser, musst irgendwie Wasser immer im Blick halten, aber gleichzeitig Ja. auch, je nachdem, welche Karte es natürlich ist, ein Landing oder du hast irgendwo irgendwelche Brücken oder doch Möglichkeiten, dass auch auf Land was passieren kann. Das heißt, das musst du auch irgendwie noch mit berücksichtigen und dementsprechend dann schnell reagieren, wenn irgendwas ist. Ja. Und was für mich halt auch noch vielleicht ein Problem werden könnte, ist, dass man so auf zum Beispiel auf Wasser jetzt all in geht und der andere macht ein Landing und plättet dich komplett, weil du überhaupt gar nicht damit rechnest, dass das ja auch auf Land gespielt werden könnte, weißt du? Also das könnte mich, glaube ich, auch erwischen. Ich mache mich jetzt super angreifbar, also falls FLX das hier jetzt Ja. guckt, viel Spaß und viel Erfolg, aber nee, aber da bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube, du hast einfach noch mal so einen Stressfaktor mehr. Ja, das stimmt. Ne? Stimme ich absolut zu, also Ja. 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 Aber ich glaube halt, Landing, ja, vor allem wenn du sowas wie Island und Team Island spielst, ist Landing schon. Ich sag mal, auf Northern Isles ist es was anderes, weil du halt mit dem Transportboot startest, was Ja. es halt deutlich leichter macht. Aber bei den anderen, ja, ich glaube, Landing, Ja, mal ja, sehen. schwierig. Also ich bin mal Aber klar, gespannt, kann auch was nächste klappen. Woche Und wir sind passiert. ja auch So. keine Profis und so, ne? Also ich absolut nicht. Ja, ich auch Möchte ich nicht, also. betonen. Ja. Deswegen, also ich finde es auch ein bisschen komisch. Übrigens, Crafter Freak und Race Freak. Also die ganzen, alle Freaks, vielen Dank für eure Follows. Ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, das Ganze zu casten. Ich mache es zwar gerne, aber ich kann da nicht viel Substanz bieten. So, ich kann natürlich sagen, so was sehe ich und was finde ich cool, was fällt mir so auf. Aber bei mir hört es dann schnell auf, dass ich weiß jetzt nicht, wer da irgendwie Bonusschaden gegen wen macht oder so. Da ist es für mich dann ein bisschen schwieriger. Aber ich muss andererseits auch sagen, dass ich, glaube ich, auch einiges mitgenommen habe aus den ganzen Castings, die ich so fürs Turnier gemacht habe, weil du halt einfach mal so von oben drauf guckst, vor allen Dingen ohne Stress. Das ist ja so der Ja, Unterschied, wie wenn du selbst total. spielst. Und einfach mal so denkst, oh, coole Idee eigentlich. Oder das muss man sich mal abgucken und vielleicht auch mal selbst ausprobieren. Also lohnt sich tatsächlich auch, einfach mal so Spiele zu casten oder zu kommentieren und natürlich anzugucken. Spiel ist Ja. da, übrigens. Ja, ich bin auch schon da. Genau, ich wollte dich nur Und nicht unterbrechen. nö, Aber ich danke stimme dir da dir. voll zu. Also ich Ja. finde das auch.
Also ich quatsch da auch gerne drüber. Ich glaube, ein bisschen was weiß ich, aber bei weitem auch nicht alles. Und noch schlimmer ist es, selber zu spielen. Also ja. Mir macht es dann auch sogar sehr viel Spaß, irgendwie nicht auf Elomis-Level da Excels zu erstellen, aber ich bereite das dann schon gerne vor und schaue so, welche Civ könnte man da spielen. Am Ende des Tages, glaube ich, macht das auch nicht so viel Unterschied. Ja. Bei vielen Dingen, aber hier haben wir Draviden gegen Kelten. Jawohl. Und wo du es gerade sagst, ich habe es vorhin auch schon mal kurz in den Chat gepostet, alle Infos zum Turnier und alle völlig abgefahrenen Statistiken, die man überhaupt in Excel realisieren kann und für die Excel vielleicht auch nie gedacht war, findet ihr unter Ausrufezeichen CUP, Ausrufezeichen CUP. Zieht euch das gern rein. Elomis freut sich garantiert, dass viele Leute auf seine Statistiken gucken. Ich glaube ja, dass Elomis solche Turniere nur veranstaltet, um Daten zu generieren. Ich glaube, das ist so der einzige das, Grund. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und er macht wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Geld damit, dass er die irgendwelchen Dritten verkauft. Der bietet bestimmt auch online so Excel-Kurse und so. Für so Masterclass-Excel. Ja. Für mehrere tausend Euro oder so. Also ich könnte es verstehen. Ja. Elomis Gate. Data-Krake. Ja. Nein, natürlich nicht. So. Draviden haben wir heute schon gesehen, nur halt auf der anderen Seite von Herr Goldi. Ja. Und Zipsi dachte sich, ach ja, hat ja ganz gut geklappt für Herr Goldi, vielleicht nehme ich die dann auch mal. Was mir hier auf der Karte jetzt auffällt, ist, wir haben Mangrovendschungel und normalerweise hast du ja eigentlich so eine Insel, die um die man quasi einmal rumfahren kann. Zumindest haben wir das bisher gesehen. Diesmal ist es anders. Hinten endet die quasi auch an dem Kartenrand. Das heißt, man hat quasi nur so drei Seiten, die man schützen muss. Wobei, da hinten ist ja auch fast nichts. Also von da ist auch nichts, ja, das stimmt. Also man kann da nicht viel denyen oder so. Nee. Mal sehen. Nee. Ja. Ja. Es werden Rehe geschubst. Und ich glaube, jetzt kommt Goldi wahrscheinlich mit der... Nein? Wo läuft er denn hin? Baut er da rein ein Holzfällerlager oder was ist der Plan? Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich auch... Ja doch, ich bin am Anschlag. Ah nee, jetzt kommt doch das Dock da hinten. Weiß ich nicht, was... Oder wollte er das Dock weiter vorne setzen, da schon in diesen Gang weiß rein? Weiß ich nicht, also... Hat sich auf jeden Fall dann umentschieden, oder? Da kriegt er nicht zu. Ja, das kriegt er... Ja, das kriegt er zu, da passt, okay. Hätte ich auch nicht gedacht, so ehrlich gesagt. Aber nee, ich hätte tatsächlich gedacht, dass da zwischen dem Hafen und dem Dings dann ein Teil frei bleibt, aber... Ja, hätte ich auch gedacht. Okay, passt. Ja. Oh, das verliert Zipsi, wenn Goldi weiterkämpft. Ich glaube, da hat Goldi den ersten Schlag bekommen. Naja, ja. Zipsi merkt es auch weg. Und verzieht sich wieder. Ja, also Herr Goldi hier auch wieder früh mit dem Hafen, also denkt sofort an Wasser. Zipsi ist noch nicht so weit. Zipsi nimmt auch im Gegensatz zu Herr Goldi erstmal Holz auf seiner Insel, also geht erstmal nicht nach außen. Und ich weiß nicht, ob es so kommen wird, aber wenn Herr Goldi natürlich jetzt direkt den Hafen baut, vielleicht dann gleich auch schon abgeht und dementsprechend Schiffe baut, dann könnte es für Zipsi vielleicht auch schwierig werden, nochmal von seiner Insel runterzukommen. Also je nachdem, wie Herr Goldi da jetzt Druck macht. Zipsi vielleicht wäre ganz gut beraten, wenn er doch auch noch ein Lumbercamp außen irgendwo hinsetzt. Vielleicht macht er das gleich, wenn er dann hochgeklickt hat, was er jetzt gerade gemacht hat. Deutlich früher hoch. Ja. Also, Herr Goldi hier wieder. Das könnte schon fast wieder ein Fast Castle werden. Ja, wenn er gewollt ist. Oder klickt er jetzt hoch?
Nahrung hat er. Ja, ein Villager kommt noch. Oh, und da kommt Militia. Hm, das ist natürlich... Oh, schwierig. Ja. Goldi jetzt Goldi auch ist komplett gewollt. Dicht. Ich glaube, da kommt ja nichts mehr durch. Und ja, gut, solange wie er jetzt nicht hochgeklickt hat, wird er fast Castle gehen. Ja. Ich, also, sieht ja fast so aus, ne? Die Build-Order wird ja passen, geht jetzt auch auf Gold. Aber ich weiß nicht, ob er denkt, dass er direkt Castle klicken kann, oder? Also, er müsste ja mal irgendwann trotzdem... Ah, da. Ja, okay. Reiter jetzt ein. Habe ich gerade auch gedacht. Oh, hat er jetzt schon Castle Age zusammen? Ach nee, wir sind ja noch in Dark. Ja, ja, hat er zusammen, ja, aber ja, da fehlt ja noch ein Age. Ja, hat jetzt auch den Trush gesehen, aber... Ja, zieht sich zurück mit seinem Scout, da kann er natürlich nichts machen, hat's aber gesehen. Frage ist halt, beziehungsweise ist gar nicht so die Frage, aber wenn er jetzt zum Beispiel, also wenn Zipsi jetzt auf diesen einen Block von der Palisade geht, der da zwischen Hafen direkt ist, zwischen dem oberen Hafen, der sich da anschließt, du kannst nicht nachholen, also er kommt durch, ja, wenn er den jetzt abreißt. Muss er reparieren dann zumindest, ne? Er geht jetzt erstmal auf den Hafen und selbst da kannst du, na, ich glaube, schwierig danach zu wollen. Ja. Aber den könnte er halt super gut reparieren, ne? Das ist so der Unterschied. Da kommt der Villager. Schickt auch jetzt die Villagerin los. Also ich weiß nicht, ob Zipsi da nicht einfach hätte auf die Palisade hauen sollen. Vielleicht wäre er da sogar durchgekommen. Ja. Gute Frage, Shagga. Ah, Elomis beantwortet es auch direkt, ja. Also die Frage war jetzt, ich weiß nicht, ob du den Chat im Auge hast, ob man immer dicht kriegt quasi die Seiten. Ich hab's ein paar Mal ausprobiert und es ging eigentlich immer. Oh, da kommt sogar der vierte Man-at-Arm. Wow, ja, okay. Und, also vier und ein Archer, okay. Ein Archer noch dazu. Aber da kommt gleich, oh, da kommt gleich, Achtung, da kommt gleich was ganz Lustiges. Das Sprengfloß. Das könnte natürlich, oh, alles das tot, okay. Nimmt ordentlich alles was mit hier, ja, ja. Tot. Einer ist noch über und da kommt noch ein weiterer Archer, aber okay, ich glaube, ich bin eine Sekunde vor dir vielleicht. Ja. Ich habe tatsächlich auch das Sprengfluss auf der anderen Seite erst gesucht. Ich bin aber zum Glück rechtzeitig noch rüber geswitcht. Das tat ordentlich weh, ja. Und man sieht jetzt auch, Zipsi zieht da zumindest den einen Archer zurück. Den anderen hat er wahrscheinlich noch den Sammelpunkt vorne gesetzt. Und das zweite Sprengfluss nimmt den Archer halt auch noch mit. Also, ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt. Ja, übertrieben, ja, aber auch sehr witzig. Ja, und wenn man 2-0 führt, dann kann man sowas halt auch einfach mal machen. Finde ich schon in Ordnung. Goldi kann jetzt, glaube ich, ja, er baut noch die Schmiede hinten und kann gleich hochklicken. Wenn er noch einmal Force droppt, hat er die Nahrung. Ja, hat er. Und Zipsi noch sehr weit weg. Ja, ja. Und hat hier natürlich auch gerade... hatte was investiert in seine Army, die jetzt komplett verloren gegangen ist. Muss jetzt halt auch gucken, dass er irgendwie schnell Ritterzeit kommt. Produziert hier auch... Er produziert halt auch Demos. Ich weiß nicht, ob er das direkt gemacht hat, weil er vermutet hat, dass da vielleicht auch, wie es jetzt passiert ist, tatsächlich eine Galley kommt. Oder ob er sich gedacht hat, ich spreng mich da einfach durch, aber dafür hat er jetzt einfach auch nicht mehr die Army, um dann da quasi noch irgendwas zu machen. Nee, ich denke, es ist tatsächlich eher zur Abwehr hier der Galleys. Ja. Gut, dass er auf jeden Fall das Lumbercamp noch nach außen hingebaut hat. Hat er auch eine Stelle gefunden, die ich ganz gut finde, weil er da mit zwei Bäumen gleich durch ist und dann an das Goldstein und weiteres Holz kommt und da relativ sicher ist, wenn er dann da vielleicht noch ein Haus hinsetzt oder so. Die Galley macht schon Stress, ne? Ja. Eine Sprengfluss reicht nicht. Ja. Jetzt ein Spearman, gut, der hat einen Bonus, aber da kann man gegen Micron. Ja. Ja, ist schwierig. Braucht jetzt mehr. Da kommt ein Fire, das ist sehr gut.
Ja, und du kannst ja eigentlich ganz gut halt hier dicht machen, ne? Wenn du da ein paar Fire Galleys hast, dich da möglichst in diesen Korridor reinstellst, Ja. bist du relativ sicher. Ich weiß jetzt nicht, Leute davon wurden jetzt abgezogen, hat da Setze die auf die andere Seite. Ich nehme an, ja, die laufen da an die andere Woodline, also will sich da so ein bisschen absichern. Aber er könnte jetzt, wie gesagt, auch einfach weiter hinten reingehen. Die eine Villagerin macht's sogar einfach so. Ich glaube, dadurch hat er das jetzt gesehen. Ja, Ein dann Haus ist davor nur da und ist hinten. Ruhe. Also dann bist du auf der sicheren Seite. Ja, jetzt kann er da ganz gut eigentlich gegenhalten mit der einen Fire und die wegpushen, die Gellies. Aber ja, jetzt hat Goldie natürlich Botkin Ja. durch. Ja, das Sprengfluss gegen drei funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, macht er auch das Wargally-Upgrade. Ja, selbst so ist es schon schwierig und das Gold, das sieht schwierig aus. Ja. Weiß gar nicht, Palisade. ob Zipsi, gut, der muss jetzt halt erstmal abklicken und dann auch in die Ritterzeit kommen, ob er da vielleicht sogar ein TC reinkriegt. In die Ecke müsste passen, oder? Wenn er da so genau. Jetzt hat er Das erst das könnte Lumberjack, passen, aber ja. wäre, glaube ich, ganz gut, weil er da sehr sicher ist. Galleys könnten jetzt halt vor allen Dingen das Gold auf seiner. Das könnten Ja, sie schon. beide Gold Ja. auf beiden Seiten hat er jetzt in der Mangel, wenn er das sieht und da anhält. Ja, da sind drei Villager tot. Ja, und Zipsi, wie gesagt, geht jetzt in die Ritterzeit, aber wird da halt auch einfach wieder Probleme kriegen, die Ressourcen dann zusammenzukratzen. Vor allen Dingen, weil er ja auch irgendwie reagieren muss. Er muss sich ja jetzt wehren. Ja, er macht es wieder mit einem Castle, glaube ich. Er hat so viele auf Stein, reißt jetzt sogar die Das, Barracks ab. ja, das könnte sein. Aber. Und er muss sich da einfach auch das Gold irgendwie sichern. Seine Feldeko ist ja sicher. Damit kann er ja ganz gut arbeiten, aber er braucht mindestens ein Gold jetzt, um irgendwie dann gleich in die Ritterzeit zu kommen. Und Ja, dann oder. nerven die natürlich schon. Herr Goldi schreibt Hat Herr Goldi GG? GG geschrieben? Herr Goldi schreibt GG? Zipsi akzeptiert? Verstehst Oder. du gerade auch nicht? Haben wir was verpasst? Also bei mir läuft das Spiel auch noch. Bei mir auch. Ja. Herr Goldi ist victorious. Okay, dann ist der Chat einfach Ich, nur falsch rum. ja, Das ich wäre glaube, jetzt das war einfach. einfach jetzt ein Glitch. Ich Er glaube hat auch. mir, also. GG. 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 Glückwunsch an Goldi. GG. Ja. Wir waren gerade noch mittendrin zu überlegen, okay, was jetzt die beste Idee? Du hast, also Zipsi, du hast alle auf Stein geschickt, wolltest vielleicht an die Castle setzen. Hättest sie vielleicht auch an Gold noch hochbekommen, aber du hast jetzt keine Chance mehr gesehen, ins Spiel zurückzukommen. Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Also ich kann, meine einzige Chance, so wie ich das gerade einschätze, ist halt eine Castle, um irgendwie so eine defensive Position zu haben. Und er hat ja schon irgendwie jetzt gerade, wie viel Galeeren bei mir hinten drin, bis ich die wegkriege. Das ist ja, ich habe keinen Zugang zu Stimmt. Holz, das ist einfach alles furchtbar. Ja. Mir war nicht klar, dass man das vorne komplett zuwallen kann. Ich dachte, man kommt immer durch. Okay, ja. Mit zwei Docks hat er sehr clever gemacht. Ja. Also das war jetzt ein richtig, er hat mich richtig outgeclassed, muss man sagen, in dem Spiel. Ja, das war, glaube ich, einfach dadurch, dass du dann noch die Militia dazu gebaut hast. Klar, hast dann versucht, mit Man at Arms noch irgendwie durchzukommen. Aber Ja. ja, das war dann natürlich. Ich dachte halt, ich komme bei ihm hinten rein und kann Chaos stiften, beziehungsweise kann seinen Druck abreißen und dann sehe ich die Wand und denke mir schon, ja gut, scheiße. Ja, Ja, Habe sie versucht, noch da irgendwie wird es schwierig. abzureißen und dann sehe ich, dass das Demolition Ship rauskommt und denke mir so, okay. Ja. Ja. Du hast, Goldie muss noch Angstpipi, sehe ich hier gerade. du hast den Hafen halt selbst angegriffen. Also wir haben so ein bisschen spekuliert tatsächlich, ob es nicht die Palisade so schräg links darüber gewesen wäre, weil die hätte man nicht nachholen können. Man sieht es Ah. vielleicht gar nicht so, Ah, aber ja, na klar, ja. dahinter ist quasi Ich glaube, Wasser.
Ich glaube, da hätte Goldi nicht. Hat auch ein bisschen Angst gehabt. Ja. Also da, das war, unsere Vermutung war richtig dann. Ja. Okay. Ja, habe ich tatsächlich einfach nicht realisiert in dem Moment und dachte, er ist gewollt und ja. Ich war so perplex, dass da eine Mauer steht, weil ich das einfach, ich habe nie darüber nachgedacht. Ist er mega clever. Ja. Ja, und dann war es ja. Tatsächlich auch. Ja, einfach ein bisschen Glück dafür Goldi. Ich meine, ja, man muss es natürlich auch sehen und umsetzen, aber dass er da wirklich komplett dicht machen kann, also dass man auch keinen Landzugang hat. Ne? Also es geht immer. Es geht immer, sagst du? Mhm. Okay. Meine, ja. Ja. Vielleicht für die Teilnehmenden. Also gut zu wissen, ja. Die noch dran sind. Ja, wir hatten es, glaube ich, in der ersten Serie auch gesehen. Ja, wir haben auch letztens aus Versehen das gespielt mit, mit vier Personen auf einer Tiny Map. Dann geht's nicht mehr. Mhm. Aber man sollte auch nicht zu viert auf einer Tiny Map spielen. Ja. Nee, wichtig. Dann teilen sich nämlich die Leute eine Insel. Wichtig vor allen Dingen für alle, die jetzt noch danach kommen, wenn es dann nicht klappt, dann ist man nicht selbst schuld, sondern Herr Goldi ist schuld. Weil der hat gesagt, es geht immer. Ja, beziehungsweise wer das nicht weiß, ist auch selbst dran schuld, weil der deinen Stream nicht geguckt hat oder sie deinen Stream nicht gesehen hat. Und du hast es extra noch gesagt. Genau. Ja. Das ist jetzt dieses Victim-Blaming, von dem man spricht, oder? Es sind auf jeden Fall immer die anderen schuld, würde ich jetzt behaupten. Also man ist es schon selber schuld, aber man muss halt schon den Weg finden, dass man es anderen halt irgendwie aufbürden kann. Ja, wir haben dadurch halt echt viel gelernt. Also man kann hier immer wallen. Enten sind keine Fische, fand ich einen sehr schönen Satz, den ich den Rest meines Lebens mit mir rumtragen werde, denke ich. Enten sind keine Fische, stimmt. Leider bist du halt hier auch untergegangen. Den blöden Witz muss ich jetzt halt dann auch noch machen. aber waren trotzdem drei coole Spiele. Ja, und auf jeden Fall schließlich. Ja, hat auch trotzdem Spaß gemacht. Ja, mir tatsächlich auch. Und man muss ja fairerweise sagen, klar, also da ist jetzt auch hier und da was ungünstig gelaufen. Und wenn ich irgendwo reinkomme mit Scouts oder mit Man at Arms, dann sieht es immer anders aus. Das ist auf jeden Fall, ja. Mhm. Aber Goldi ist auch einfach gut. Und Also das klingt jetzt so doof, sorry. Ich glaube, so ein bisschen so Taktik klingen. Halt, ne? Wenn du so ein bisschen andere Strategie, das ist dann halt einfach Pech, ne? Wenn du da vor verschlossenen Türen stehst, ne? Und denkst, ich komme da auf jeden Fall rein, dann ist Man at Arms, denke ich, eine gute Sache, aber... Er ist halt clever. Ja, also immer gut reagiert auf jeden Fall von Goldi, auch im zweiten Spiel da die Entscheidung, okay, mache ich halt eine kleine Base, gehe ich jetzt Castle Age und guck dann, dass ich einfach Ritter baue. Ich meine, das ist halt was Solides, ja. Ritter sind immer was Solides, das stimmt. Das kann man halt auf Ostsee einfach machen, ja, warum nicht? Und dementsprechend hat er dich dann leider immer irgendwie auf dem falschen Zahn erwischt, ne? Okay. Damit sind wir tatsächlich dann heute schon durch. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz schauen, wie so der Rest der Woche aussieht. Also vielen Dank für die Spiele. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, danke fürs Casten. Wie immer. Ja, danke, genau. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Casten. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Da ist der Timetable. Den werfe ich jetzt auch schön noch mal in den Stream, dass alle mitgucken können. So. Da seht ihr den weiteren Ablauf. Oh, Elomis schreibt übrigens gerade Goldi Tabellenführer. Oh Gott. Spitzenreiter. Ja, aber das ist ja nur die virtuelle Tabelle. Für diese zweite Nacht, also zweite heute Person, Abend, darfst du feiern. Morgen könnte sich das wird dann nämlich schon Tama wieder ändern. Die Tabellenführung übernehmen. Ja. Korrekt, genau. Ich denke, davon kann gehen alle mit 6-0. Aus. Ich denke auch. Ja. Also morgen, Mittwoch, 19.30 Uhr geht's los, Schlauchi gegen Tama, das erste Spiel bei Twitch TV Elomis und im Anschluss Zonki gegen Fredda. Ich denke, ich denke, leider stehen die Sieger da schon fest, also Tama und Fredda. Jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch an euch beide. Mhm. Ich denke auch, das ist nicht verfrüht. Ja. Donnerstags oder am Donnerstag um 18.30 Uhr machen wir auch weiter mit, also wir haben ja hier einfach, das muss man sagen, das ist unser großer Vorteil auch, wir haben die geballte Frauenpower, Frau Malzahn gegen Chillen am Donnerstag und dann Elomis, hier der
Turnierorganisator gegen T-Dog. Und auch Freitag, Samstag, ihr seht das, Dingo Dynamite gegen Jürgen, Horus gegen LA Legends. Und in dem Zusammenhang nochmal vielen Dank, dass du mich hier unterstützt hast. War ja, danke sehr angenehm. Für Stream. Namgod fand ich auch. Gegen Old Fish Mask und am Sonntag Sir Mattis gegen vegane Mayonnaise und Christoph gegen Gobot. Also der Rest der Woche ist einfach sehr gut gefüllt. Ihr könnt jeden Tag Illumis Legends Cup gucken. Ich weiß gar nicht, was es Schöneres geben könnte, ehrlich gesagt. Ich habe eine Idee, was es noch, also auch Schönes geben könnte. Ja. Aber ich will ja keine Fremdwerbung machen, aber vielleicht schmeiße ich gerade meinen Stream an. Vielleicht schmeißt der Goldi seinen Stream an, das ist ja ein Ding. Ja, und vielleicht, weil es ja eben auch schon Thema war, Freda muss ich ja auch noch warm spielen und das machen wir bei Point and Click. Also wer immer noch, wenn er nichts Besseres zu tun hat, kann gerne vorbeikommen. Ja, dann würde ich doch sagen, wir raiden dich. Wie wäre das? Das wäre absolute Wahnsinn. Also, ja, machen wir das doch. Ich gucke gerade mal, dass ich dich hier reinkriege. Bedanke mich natürlich auch bei allen, die zugeschaut haben, bei allen, die reingeschaut haben, für den Raid auch nochmal vielen Dank, für alle, die ein Follow dagelassen haben oder sonstiges. Ja, und danke fürs Zuschauen. So, guck mal da. Ja, und danke an dich. Da geht's ja schon los. Ich sehe ihn doch schon hier. Muss nur ganz kurz mal auf meinen Kanal. So, dass ich den Raid starten kann. Und verabschiede mich jetzt. Viel Spaß bei Herr Goldi. Lasst einen Gruß da und ein Follow. Habt noch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao. Ciao.